Leute, in unserem letzten Vlog haben wir euch ja schon mal mit in den Proberaum genommen und heute dreht sich der ganze Vlog nur um unsere Probe. Seid dabei! Ja, hier ist unser wunderschöner Schlagzeuger und Rustam, der weiß ja, heute dreht sich alles um den Proberaum. Du darfst was erzählen über dich. Aber bevor wir mit Proben anfangen, gibt es bei uns immer ein kleines Ritual. Erstmal ein schönes Warm-up. Aufwärmen für die Probe und für den Training. Das Training oder die Training oder der Training? Das Training. Vor dem Training. Also hier ist sehr wichtig, mit Nase hier einzubleiben. Das ist auch eine Übung, seine Nase dort einzuhängen. Im Gegensatz zu unserem Monkey-Business-Video hat Peter diesmal wirklich Klimmzüge gemacht. No more Monkey. So Sebastian, und jetzt bist du dran. Wenigstens einen, los. Ich hab was anderes. Nee, erstmal was du... Ich kann keinen. Ah, das war's schon. Das war nicht schlecht. Aber nächstes Mal schon vielleicht zwei. Und sag mal, und was für die Beine? Für die Beine. Ja. Ich spiele Gitarre. Eine Gitarre hat 6 Saiten, also oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Und das ist eine E-Gitarre. Eine E-Gitarre funktioniert nur, wenn man Strom anmacht. Und wenn man Strom anmacht, dann klingt es. Also. Aber solche Musik spielen wir nicht bei The Hornets. Da klingt die Gitarre dann oft. Und ich habe hier eine Orgel, die kennt ihr, das ist meine Live-Orgel. Jetzt könnt ihr die mal von nahen anschauen. Die ist nämlich beklebt, die ist gar nicht gelb. Damit spiele ich die ganzen Orgelsounds. Und hier hinten habe ich ein Klavier. Das ist nicht mein Live-Klavier, sondern ein anderes. Damit spiele ich die Klaviersachen. Was ihr alle kennt, ist das hier. Rock'n'Roll. Und das hier oben, fragt ihr euch sicherlich, das steht nur da, weil es gut aussieht, das ist gar nicht angeschlossen. Hat aber eine schöne Antenne. Das ist Hellmaschine, alle hassen die, aber das macht gute Arbeit. Das ist Metronom und wir üben jede Probe zum Metronom, weil wir wollen mega tight und mega schön sein. Damit ihr sehr gut tanzen könnt. Kritik der Vernunft. Genau. Um zu tanzen.
Okay, also das Ding ist das Metronom. Eigentlich sind wir im Proberaum nur so laut und brauchen Gehörschutz, weil dieses Monsterteil da so laut ist. Du oder? Meinst, du, sorry, du meinst dieses Monsterteil? Nee, den nicht. Das andere. Weil das ist einfach tierisch laut und irgendwie bestimmt das hier den ganzen, die Grundlautstärke hier. Ich muss zugeben, ich bin auch manchmal ganz schön laut. Ja, aber nur weil das Monsterteil so laut ist. Das ist eine gute Ausrede, ja. Ich habe mir das immer gewünscht, mit meinen früheren Bands konnte ich das nie so umsetzen und in dieser Superband habe ich es endlich durchgezogen. Hat auch ein bisschen Geld gekostet. Wir nehmen immer alles auf, was wir spielen, um uns das danach anzuhören und wirklich zu entscheiden. Okay, da müssen wir nochmal ran. Genau, die ganze Geschichte funktioniert. Erstmal gehen wir mal hier mal in die Ecke hin und das ist zum Beispiel so eine geheime Ramschab. Jeder Proberaum hat ja so eine geheime Ecke, also einmal die hier. Kannst du mal kurz zeigen? Ist ein bisschen dunkel. Ein bisschen dunkel, mache ich dann vielleicht ein bisschen heller. Gut, hier hinten steht unser kleines Kraftwerk. Das ist ein Behringer XR18. Richtig. Danke, Rustam. In dieses Behringer XR18 gehen alle Signale rein. Das ist ein kleines Digitalmischpult, kostet bei Thomann 500 Euro. Ist wirklich die Anschaffung wert. Und aus diesem Digitalmischpult gehe ich mit einem USB raus in meinen Rechner rein. Das Ganze, die ganzen Signale, die gehen dann in das Logic rein, das ist ein Musikprogramm. Und man kann sozusagen getrennt alles aufnehmen. Wir nehmen derzeit Bassdrum auf, Snare auf, zwei Overheads, die Orgel, das Klavier, die Gitarre und die Gesänge. Und man kann sozusagen in jeder einzelne Spur reinhören. Man kann eben gucken, ob der Rustam seine Snare ganz gut spielt und ob der Sebastian oder der Peter gut singt. Das kann man sich im Nachhinein alles anhören. Kleine Demonstration, ich mache jetzt mal kurz die Stöpsel rein, du spielst mal was kurz. Gehörschutz. Rustam, du spielst jetzt mal was. Demonstration? Ja, warte, Moment. Okay. Erstmal schnell hier die Stöpsel reinstecken. So. Dann drücke ich hier auf R. R wie Rekord. Zack. Jetzt seht ihr, das läuft hier alles wunderbar, der rote Balken. Und jetzt spielt Rustam mal kurz was. Signale hier einzeln und das Coole ist jetzt, dass man wirklich schauen kann. Rustam Space Drum. Rustam Snare. Motherfucker Bitch Snare. Die Overheads. Schlagzeug komplett. Die Orgel. Und irgendwann kommt das noch. Das. Sebastian sein Mikrofon. MC Sebastian. MC Sebastian, yeah. MC Zero. Natürlich die Gitarre. Das war eine kleine Demonstration, wie wir hier arbeiten, wie wir hier aufnehmen. Also digitales Mischpult, rüber per USB in den Rechner rein, Musikprogramm auf und sofort. Gute Aufnahmen, teilweise nehmen wir die Aufnahmen auch für Soundcloud, gleich zum Hochladen, je nachdem. Oder für unsere Vlogs auch im Hintergrund. Also manchmal hört ihr auch Musik, die wir einfach in unseren Vlogs verwenden, ja, weil einfach die Qualität doch angemessen ist. Jo, und jetzt wird geprobt. Wie wir proben, das erzählen wir euch gleich.
Wir haben so viel vor und so viele Ziele, die wir uns vorgenommen haben, dass wir am Anfang mit unserer Zeiteinteilung nicht so richtig bei der Probe zurechtkamen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, wir teilen die Probe in 3 gleiche Teile. Und das erste ist die Wiederholung, das heißt Songs, die wir beim letzten Mal geprobt haben oder die live noch nicht so gut funktionieren und dann rauszufinden, wie wir sie besser machen können. Im zweiten Teil machen wir neue Songs, die wir zum Beispiel für Tanzabende brauchen oder bestimmte Anforderungen bei einer Hochzeit, oh, könnt ihr bitte Nothing Else Matters spielen oder irgendwas, halt bestimmte, ich nenne es jetzt mal Auftragsarbeiten oder die für bestimmte Situationen gedacht sind. Und der dritte Teil, den nehmen wir immer für uns, das tut unserer Seele als Musiker gut, da spielen wir die Musik, auf die wir Bock haben oder machen mal einen Jam-Titel und versuchen so uns selbst als Musiker zu finden. Und das ist unsere Dreiteilung, wiederholen, neues Material, einfach machen, worauf wir Bock haben. Two goes out without the guys. He's the murdering star from a guy who knows. I fell in love and my life still grows. Ask any fool that she ever knew. Say, keep away from right around Sue. Oh. Songs im halben Tempo oder im Dreivierteltempo, um einfach, ja, um das mal langsamer zu spielen, denn dann stellt man fest, dass man viele Sachen noch viel zu unsauber spielt und unsauber singt. Und jetzt gibt's Everybody Needs Somebody 75% der Originalgeschwindigkeit. Rustam! Super langsam. Wie wir sind? 186 mal 0,75. Zwei. Im halben Tempo spielt. Toilettenzeit! Wie drei kleine Mädchen gehen wir immer zu dritt zusammen. Jetzt The Prince von Bel Air. Wir haben zwar noch keine Ahnung, wo in unserem Programm, an welche Stelle der Song gut passen würde, aber in 5 Jahren ist das ein wichtiger Song in unserem Programm, weil das ganze Programm dann vielleicht so aussieht. Peter hört jetzt nochmal in den Song. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Poor cabin, when it came to me, the wish of place to dish it and dice it a minute. The main thing I can say for this cat was scared of love that I forget your home, but I'm a man.
schön, dass ihr uns beglitten habt hier in unserem Proberaum. Wenn ihr uns nochmal irgendwo anders gerne sehen und besuchen wollt, schreibt uns in die Kommentare unten, was ihr euch noch für Vlogs mit uns vorstellen könnt. Genau, und vergesst nicht immer schön aufzuessen. Na, ja.